Meine Meinung zum Leitz Heftgerät Stapler, ich sage eigentlich immer Tacker, 5501 bei Amazon, gefolgt von 0095. In Zusammenhang mit diesen wunderbaren Tacker oder Heftklammern heißen sie eigentlich. Ich glaube, hier sind 1000 Stück drin, 26,6. Ich nehme mal an, das passt hier auch für den. Also sollen für bis zu 30 Blatt Stärke gehen. Das kann ich nicht ganz testen, denn der Tacker hier soll maximal 25 Blatt tackern. Ich kann natürlich mal mehr probieren, mal sehen. Und was ich auch noch habe, ist so ein schmaler Klacks-Enthefter. Der hat natürlich nichts mit Leitz zu tun, aber naja. Wenn man mal was enttackern muss, wäre der hier eine Möglichkeit, hoffe ich. Und will ich jetzt mal schauen, wie das so miteinander harmoniert. Auf der Rückseite vom, ich sage jetzt einfach immer Tacker dazu. Tacker kann man sehen, dass hier 80, 24, 6 oder 110, 26, 6 Tacker reinpassen sollen. Außerdem gibt es 3 Jahre Garantie. Und das war's. Ach, immer haben die hier so ein kleines Klebeband dran. Aber wieso? Vielleicht damit es nicht alleine aufgeht. Auch hier sind auch noch kleine Tacker dabei. 200 Stück, 24,6. Der Tacker. Und wieder ein kleines Blättchen mit, was haben wir noch? Ein Locher. Den habe ich auch. Und anderen Teilen. Bisschen Werbung. Brauche ich nicht. Ja, vielleicht nehme ich dann jetzt erstmal diese. Sind ja fast die gleichen. Sollen auch für 30 Blatt maximal gehen. Ja, und der Enthefter ist in der schönen Farbe schwarz, wie von mir gewünscht. Der hat hier auch noch so einen kleinen Feststeller, sodass, ne, das ist keine schlechte Sache. Denn vielleicht hat man ja auch Kinder oder ähnliches und die greifen sich dann auch manchmal irgendwas. Und die Teile hier vorne sind ja meist spitz. So kann man ihn dann aufmachen. Also hier kann man sich schon verletzen oder jemanden, wenn man es drauf anlegt. Aber man kann ihn hier feststellen, super Sache, und dann kommt man da nicht dran. Das finde ich an diesem Klacks-Enthefter eigentlich ziemlich nice. Ich habe mir extra einen geholt, der eben so einen Feststeller hat, haben nicht alle. Und der sollte natürlich schwarz sein, damit er ein bisschen so zu dem Leitz passt. Ist zwar ein wenig heller, das Schwarz, minimal, passt aber. Na, der Tacker ist jetzt natürlich kein riesiges Geheimnis, man kann die Heftklammern reinmachen. Und dann könnte man ja noch umstellen, je nachdem, wie man es tackern möchte, eben nach außen, sage ich jetzt mal, die Heftklammern. Oder wie man es so meist kennt, nach innen. Funktion ist ja auch in der Regel bei fast allen Tackern so gegeben, denke ich mal. Und ich nehme jetzt mal hier die kleinen Heftklammern. Das blöde Ding geht einfach nicht auf, ist mir jetzt egal. So. Naja, und dann kann man die reintun. Ist natürlich wenig spektakulär. Und dann kann man tackern. Oh je. Yeah. Natürlich nach Möglichkeit Papier. Aber wenn einem langweilig ist, kann man natürlich auch einfach so tackern. Und da sieht man schon, wenn man es zu schnell macht, da kommt er nicht mehr ganz mit. Deswegen sollte man immer langsam tackern. Zack, zack, zack. Aber interessant wäre natürlich, wie viel Papier wir hier mit tackern können. Und von meinem schönen gelochten Papier hier will ich jetzt natürlich mal 25 abzählen. Als Gegenprobe, das sind 15, habe ich jetzt hier meine 25. Und die soll der ja jetzt tackern können. Und es funktioniert. Tja, was soll man sagen? Geht problemlos. Ich meine, man muss natürlich ein bisschen drücken, aber jetzt auch nicht so schwer. Ja, und jetzt wäre die Frage, gehen auch mehr? Nämlich 30, die der Tacker zwar offiziell nicht kann, aber die Klammern angeblich schon. Geht auch. Tja, wunderschön, 30 Blätter würden auch gehen. Natürlich ist die Frage, was für Blätter, klar. Also ich habe hier wieder meine 80 Gramm pro Quadratmeter. Normales Papier, wie eben Kopierpapier.
Also bei stärkerem wird er dann natürlich irgendwann nicht mehr mitkommen, ist ja klar. Schwächeres könnten wahrscheinlich auch mehr gehen, wenn das noch dünner ist. Aber das ist ja so das, was man in der Regel hat. Jetzt probiere ich hier nochmal den anderen. Ja, der geht dann halt hier nach außen. Ja, ist jetzt nicht so meine Tackerart. Aber tja, funktioniert auch. Wobei man sagen muss, bei den 30 Blatt nach außen, da stiepselt er hier ein bisschen ab. Also ist schon grenzwertig. 25, die Angabe ist kein Problem. Ich habe hier fast nichts mehr zum Tackern. Da passt das hier auch gut, aber nach außen. Nach außen würde ich sagen, gucken, wie das bei 25 aussieht. Ja, auch so ein bisschen. Vielleicht ist das so. Ich tacker nie nach außen. Ist wahrscheinlich so. Aber da stiepselt das hier ein bisschen ab. Nach innen ist da auf jeden Fall besser. Und jetzt, wo ich hier so schön mein Papier getackert habe, habe ich natürlich noch meinen Endhefter oder Endtackerer. Und der kann die nach außen logischerweise nicht, sondern der ist nur für die normalen nach innen. Ja, und dann würde er dafür sorgen, ja, dass die, muss natürlich immer den richtig dran halten, dass die wieder nach oben gehen. Aber man muss sagen, okay, es sind jetzt hier natürlich auch viele Blatt, also die würde ich jetzt so dadurch noch nicht rauskriegen. Ja, die sind doch quasi wie vorbereitet. Ja, die sind hier immer noch so ein bisschen zusammen, also man müsste dann hier irgendwas haben noch, womit man sie rauszieht. Ach so, vielleicht einfach so rum von unten. Ja, keine Ahnung, ob das so gedacht ist. Ich nehme es jetzt einfach dafür. Und da ist er draußen. Also nachdem er das hier oben geöffnet hat, kann man dann hier unten das natürlich auch nochmal so ein bisschen rausziehen. Ob das dafür gedacht ist, weiß ich nicht, aber das funktioniert. Dann auch problemlos. Wie gesagt, sehen Sie auch viele Blatt hier, 25. Ja, was soll ich sagen, ein bisschen Büromaterial. Der Tacker funktioniert auf jeden Fall problemlos. Die Teile hier auch, die nehme ich mal an auch. Ich könnte ja mal, sind gar nicht so viel anders. Nein, ich kenne den genauen Unterschied zwischen 24,6 und 26,6 nicht. Ich hätte ja gedacht, die Abmaße, das wirkt auch ein bisschen, das 24,6 ein bisschen niedriger allerdings, komischerweise. Soll wohl so sein, also wird hier beides funktionieren. Aber man sieht, ich kriege hier zum Beispiel von dem, natürlich nicht alle rein, von dem 26,6. Aber ansonsten lässt sich das genauso problemlos tackern. Von dem her kann man, denke ich, sagen, der Leitz-Tacker hier recht problemlos, 25 Blatt, auch 30 Blatt funktionieren. Die Tacker, die beilegen, genauso wie die separaten, die ich hier gekauft habe, funktionieren natürlich auch problemlos. Und der Klacks-Enthefter hier, ja, funktioniert auch. Man muss dann halt sehen, wie man es rauszieht. Man kann damit das dennoch problemlos machen, auch wenn man eben 25 Blatt da getackert hat. Und schön bei dem hier finde ich eben, dass man ihn feststellen kann. Alles in allem, nettes Büromaterial, falls man sowas eben benötigt, wäre das hier eine Möglichkeit.